Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge in GTA San Andreas. So, wir machen jetzt die Caesar Mission weiter. Caesar Salad Customs Fast Track. Rennen. Yeah, I got it. It's in the manifold. Shit, I just changed that seal. Must have got a crimp in it. Damn. Hey, Caesar, your boy is here. He ain't my boy. Hey, we're almost living a normal life, huh? This is far from Grove Street, right? Yeah, I know, but I just can't get it out the back of my mind. Moms, sweet, smoke. I just can't let that go. I know. So what we gonna do about sweet? See, it's a shitty situation, but I gotta let it play out a little longer, okay? Okay. But be careful. We ain't trying to lose you again. That's right, sis. Good looking out. Hey, Carl! I got a rap to you, Holmes. I know a guy who knows a guy who handles freight containers down on the docks. Ah. He saw one of the containers was loading up cars, and one was a match for a car on a customer's wish list. So he marked the container with a spray can, but it might be too late. The ship's loading and it moves out tomorrow. Okay, let's go peep it out. See what we can see. Okay, dann fahr ich mal zu den Docks. Somebody gonna be mad at you for screwing up their ride. How are we gonna steal a car off a container ship, Holmes? You know, the same way they got on. Use a dockside crane. Man, those things are real high up. I ain't too good with ladders. I'm afraid of heights. Okay, I use the crane. You better be ready to crack the container. Okay. An die Mission kann ich mich jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr erinnern. Aber ich immer. Fahren wir mal darüber. Steig auf dem Kran, auf dem Kran. Sei der Kran. That's the ship, CJ. Okay, I'll go sort out the crane. Give me a sec. Caesar, none of these is marked with spray paint. Well, we'll just have to try one at a time, eh? Okay. Wie kann ich den hochheben? So. Okay. Ah, das ist Caesar. Okay. Dann muss ich das irgendwo hinstellen. Oh, hier. Okay. Alles klar. Not this one, CJ. Okay, ist schon gut. Okay. Ist eh immer der letzte von dem her. Okay. Kein Problem. Das schaffe ich auch noch so. Okay. War eh klar, dass der letzte ist. So. Okay. Da haben wir ihn. So. Bring den Container in Position. Wird gemacht. Sofort. Okay. Schaffen wir das locker? Ja, klar doch. Ich meine, das ist kein Problem für einen Carl Johnson. Aber irgendwie hatte ich die Mission noch ein bisschen anders in Erinnerung. Aber gucken.
Oh. Fuck. Das wollte ich jetzt nicht. Naja, wir sehen uns gleich. So, vierter Anlauf. Mal schauen, ob es jetzt funktioniert. Ich habe es dreimal verkackt. Ich habe es beim ersten Mal Container zu hoch fallen lassen. Beim zweiten Mal dasselbe. Beim dritten Mal habe ich Caesar irgendwie umgebracht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Geile Sache. Ich hoffe, jetzt klappt's, weil sonst mache ich was anderes. Ich habe nicht die Nerven dafür im Moment. Okay. So. Okay, ja. CJ, this is the one. Good work, Holmes. Okay, passt. Dankeschön. Oh, oh, da kommt irgendwer. Oh, oh. Oh, oh. Hey, what the fuck do you think you're doing? CJ, I could do with some help. Na, kommt schon. Kommt schon. Na? Boah, jetzt bin ich wieder schlecht, weil ich es so lange nicht mehr gemacht habe, ja. Unglaublich. Ah, da ist noch einer. Oh Gott. Hey, hold it right there. I can do with a little help, CJ. Okay. Right there, you thieving bastard. Da kommen noch welche. Let's just grab the car and go. Ja, würde ich auch sagen. So. Weg, 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 weg. Gotta be an easier way to earn a living than this. Sure, Holmes. Oh, oh. I guess. But what else you qualified for? Yeah, I feel you. Das war jetzt knapp, hey. How, wow, 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 wow. Ja, jetzt kommt der Name Grand Theft Auto wieder mal schön zur Geltung. Der bei GTA 4 nicht gerade wirklich als Aspekt war, weil du hast immer nur. Bist immer nur gefahren und umgelegt, fertig. Hat nicht wirklich viel mit Autoklauen zu tun, aber das hier, so im Nachhinein fällt es mir so richtig auf, dass es auch schön viel Automissionen gibt hier. Ja, auf jeden Fall. So. Ah. Autoexport und Import wurde freigeschalten. Sehr schön. Auf der Bedarfliste bei der Isenbase Dux, welche Fahrzeuge für den Export gesucht werden. Liefere gewünschte Fahrzeuge beim Schiff ab. An bestimmten Tagen werden auch Fahrzeuge importiert. Alles klar. Erstmal speichern. Okay, der Betrag ist auch ein bisschen komisch, aber hey. Ah, wir haben wieder eine Season-Mission, sehr schön. Die mache ich gleich. Puncture Wounds. Oh. Hey man, where you been? I tricked one of the cars on a shopping list. But the crazy bitch, she drives like the devil. I've been following her for hours, but she stopped for nothing. You'd have to ram her off the road in order to get a chance to get her car, and you know a wrecked car is no good to us. I swear she's playing with me. Dude, calm down. If she playing with you, then she probably won't get one time involved until it turns ugly. We gotta find a way to stop her or slow her down. Too bad we can't involve the police. Cause then we could pop her crazy bitch tires and bang her crazy bitch ass in jail for being a danger to my sanity. You know what? I think I got an idea. Na, lass mal hören, Karl. Oh, oh. Wie werft man den Nagelmatten ab? Das wäre gut zu wissen. Ja, wie wirft man die ab? Okay, alles klar. So. Gut, dann versuchen wir mal
dem Pfeil zu folgen. Ich darf auch nicht umsteigen auf irgendein anderes Auto. Weil es ist nur dieses Auto umgerüstet worden dafür. So. Alles schaut nach dieser Richtung aus. Alles klar, Chef. Gut gemacht. So. Okay, wir müssen nur vor ihr fahren. Dann die Nagelmatte werfen. Klingt einfacher, was wahrscheinlich ist, schätze ich mal. Wir haben nur 3 Versuche. Das ist blöd daran. Okay. Die überholt ja wirklich wie sonst irgendwas hier. So, wo fährt jetzt lang? Willst du mich verarschen? Wie fahrt die denn? Komm schon raus hier. Alter Falter, hä? Wie fährt die denn echt? Meine Güte. Krass. Aber ich kann sie gleich mal holen hier. Ah, schade. Jawohl, steig in den Wagen. Sehr schön. Bring das Auto zurück in die Werkstatt. Alles klar, irgendwie hat es jetzt wieder keinen Schaden. Aber wie auch immer. Ich drehe hier mal. So, jetzt habe ich das Auto auch. Wenn ich es nicht verfehle, es in die Werkstatt zurückzubringen. Was ja durchaus noch sein kann. So. Einfach hier mal ums Eck wieder bringen. Sehr schön. Gut. Sorry, damit ist die Mission auch wieder abgeschlossen. Finde ich sehr gut. Ah, schade. Ich will es vorher zu Pain Spray bringen. Das kostet mir weniger. Dann bekomme ich wahrscheinlich maximale Summe, hoffentlich. So. Weil, naja, je besser das Auto beieinander ist, desto mehr Money bekomme ich dafür. Ach, mir ist letztes Mal aufgefallen, dass das Sound zu laut ist. Ein bisschen. Das heißt, ich werde es ungefähr so schalten. Radio passt natürlich. Ah, der Rest war ein bisschen zu laut. So. Okay. Gut. Boah. Auto. Ich werde natürlich mein Paint and Spray abfahren. Ist ein bisschen riskant, aber. Hey. No risk, no fun. Ja. Das war totaler Monsterstunt, genau. So, Paint and Spray. Hier steht eine Limo, auch interessant. Okay. Dann Pain sprayen wir das mal. Okay. Schön. Wow. Der Zug fällt auf der anderen Seite, ich halte es nicht aus. Krass. Am liebsten würde ich da jetzt einsteigen. Nein. Boah. Ich dachte, jetzt versaue ich das nochmal zum Schluss. So. Krass. Sexy You. Unternehmen erworben. Sehr schön. Dieser Berg gerne bis zu 8000 Dollar. Hole das geht regelmäßig ab. Alles klar. 5000 Dollar, Bro. Sehr schön. Nein, nein, ich will diesen Zug erreichen. Das ist einmalig, dass der auf dieser Bahn fährt. Nein! Das kommt so selten vor. Verdammt. Egal.
Egal. Egal. So. Oh, sie ist das jetzt abgeschlossen. Sehr schön. Das heißt, ich habe jetzt eventuell hier hinten auch Rennen. Noch nicht, okay. Wenn irgendwas dankt, wann das jetzt endlich mal kommt. So. Ich würde sagen, ich fahre währenddessen auf die nächste Insel wieder. Aber erstmal. Erstmal Rüstung holen. Erstmal Rüstung holen. Okay. Aussteigen. Rüstung anziehen. Sehr schön. Okay. Okay, da drüben müsste noch eine Schotti sein. Die möchte ich mir auch noch holen. Okay. Wo war die? War die woanders? War die hier? Ich weiß es gar nicht mehr. Blöde Frage, aber... Komme ich mit dem hier drüber? Ja. Ah, da ist sie doch. Okay. Da war sie doch hier. Sehr schön. Schrotti. Schrotti. Okay, gehen wir es an. Wieder fahren wir rüber. Und alles wird gut sein. So. Genügend Shotgun-Money habe ich ja jetzt. So, oh oh. Boah, der ist auch träge wie sonst was, ne? Okay. Erstmal auf die Autobahn raufkommen. Zu dem Fragezeichen. So. Auffahren muss auch geübt sein. So, lala. Alles klar. Kein Problem für Carl Johnson. Kein Problem. Okay. Dann machen wir das jetzt ganz gechillt und ganz geskillt. So. Wir müssen dort wieder zur Ranch hin. Okay. So. Dann wird auch die richtige Ausfahrt gleich genommen. Ja, ganz toll. Ganz toll gemacht, Hubex. Sehr schön. Okay. Wir können hier nochmal speichern, stimmt. Yep, der war es total wert. Speichern können wir hier nochmal. Und dann gehen wir die Mission an, würde ich sagen. Schönes Haus eigentlich hier, muss ich schon sagen. Okay, Hijack. Hey, Carl. Hey, what the fuck, man? Hey, Torino, I told you my bad, man. What the hell can I say? I screwed you up. Calm down, kid. Just go ahead and kill me then. Calm down. Man, you ain't nothing but a fucking yayo dealer anyway, Torino. Shut up and sit down. Well, you think I'm a drug dealer? And you think you're a crusader for good? Do you have any idea what's going on? Any idea whatsoever? Do you? Do you? Nah, I pay as little attention to things as possible. Do not be a fucking smartass with me. I work for a government agency. It is not important which one. I will try not to confuse you. Yes, when we last met, I was involved in battling threats in Latin America by any means necessary. That does not make me a drug dealer. Now, the money that we raised, the friends that we won over, have helped us immeasurably in our overseas interests. Government agency? Kids like you, you expect heroes. We're fighting a war out there. I'll be a hero and I'll lose. And what do we have? Communism in Ohio. People sharing. Nobody buying stuff. That kind of bullshit. So relax and listen. All right, all right. I'm listening. I know what kind of guy you are. I need a guy like you to do things I can't get caught doing. Like what? I need you to commandeer a truck.
a rival agency with a confused social agenda. They got things that we need. Now, this is a two-man job. You'll need a friend. Use your sister's boyfriend, but don't tell him a thing. Remember, I'll be watching you. Okay. I got it as fast as I could, CJ. Yeah, you sure did. How you know I needed help? Man, you losing it, Holmes. You phoned me a half hour ago. I did? I mean, oh yeah, I did. Sorry, man, I got a whole lot on my mind. What, you blind or something? Ja, dann lebt doch Torino noch. Sehr interessant. Sehr schön. Also von dem her. Ja, Torino lebt noch. Wie auch immer er es mit dem Hubschrauber überlebt hat. Wahrscheinlich war er nicht im Hubschrauber. Aber vielleicht erfahren wir dazu eh noch ein bisschen was. So, aber erstmal. Oh. Erstmal den Lader verfolgen. Oh shit, you didn't mention that on the phone. It'll be a walk in the park. Tell Kendall I love her. Ja, ja. Werde ich schon machen, wird schon kein Problem sein. Es sind nur wieder wahrscheinlich eine Tutorial-Mission wegen quasi Vehikeln mit Anhängern zu fahren und so weiter, keine Ahnung. Oh lol. Oh lol. Wer mich einfach abgedrängt hat. Willst du mich verarschen? Oh. Gott sei Dank ist er schon unserer. So. Wo ist die nächste Auffahrt? Da drüben, okay. Alles klar. Es war jetzt auch ein bisschen strange. Okay. So, la. Erstmal zum Truck zurückcruisen. Okay, das hat gut. Noch ist alles okay. So. Alles klar. Okay, steigen wir mal ein. Okay. Okay, CJ, let's get this rig back to the garage. Ja, machen wir. So. Erstmal mit dem Teil abfahren. Das war nämlich nicht schlecht. So, ist das erste Viewer überhaupt? Ja, okay. Gut. So. Wo kann ich besser... Ah, hier kann ich besser abfahren. Als hier. Ich verstehe die Auffahrt bzw. Abfahrt hier so ist ja nicht wirklich... Okay. What are you doing? Erstmal den... Oh. Nicht beschädigen. Ah, nicht abkoppeln, meine ich natürlich. Das ist ein bisschen fatal. Okay. Gut. Wir schaffen das eh locker, so. Denn, naja, wir sind halt Carl Johnson. Wir können das. Nichts ist unmöglich. Außer den Kran richtig zu bedienen am Dock. So. Okay. Der passt in die Werkstatt komplett rein. Okay. Hätte ich zwar nicht gesagt, aber gut. $7,000, sehr schön, sehr schön. Da sprießt doch das Geld vor Freude, so. Okay, jetzt bin ich wieder missionslos. Bis jetzt wahrscheinlich. Hier, now. Don't screw around. What an asshole. Ja, Torino, der Bösewicht. Okay. Sage ich aber danke fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und bis dahin, spielt schön brav weiter.